Ja, zuallererst sind ja die Zahlen moderat gestiegen. Die Stadt Kaiserslautern war dann relativ schnell rot und der Landkreis war ja am Anfang noch gelb. Es war diese Ampelsystematik. Und dann hat man aber festgestellt, dass weitere Zahlen jeden Tag immer mehr dazugekommen sind. Dann war die Farbe nicht mehr zu halten. Dann hat die Stadt Kaiserslautern eine stadtkreisweite Verfügung gemacht und der Landkreis hatte eine moderatere gemacht. Das ging dann so weit, dass die Stadt schon Maskenpflicht im Unterricht angeordnet hatte für freitags letzte Woche. Und der Landkreis sagt, nee, das brauchen wir noch nicht und wollte auch die Gastronomie noch nicht schließen. In Kaiserslautern hat man dann schon angefangen, in der Stadt für das Stadtgebiet höhere Auflagen zu machen. Und dann war eigentlich klar, dass es eine landesweite Regelung geben muss. So wie es beim ersten Lockdown im März war, als man erst die Landkreise alleine machen ließ und dann gesagt hat, nee, jetzt muss eine Verordnung her, nämlich die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung. Und dann muss ich schon sagen, das hat sich angedeutet. Allerdings, ja, hat man da unterschiedliche Auffassungen, ob und was dann letztendlich richtig ist. Ja, es gibt ja, wie gesagt, keine kreisweiten Einzelverordnungen mehr, sondern jetzt eine Landesverordnung. Die ist jetzt seit Montag, ist die jetzt ja rechtlich auch verbindlich, also beginnt und soll auch bis zum 30. November, soll die dementsprechend auch gelten. Die wichtigsten Dinge hat jeder, denke ich, mitbekommen, nämlich dass Gastronomie, alles was mit Gastronomie, Verzehr vor Ort ist verboten, ist untersagt. Also man hat die Gastro wieder zugesperrt, mit Ausnahme von Heimservice oder Lieferbetrieben. Also To Go geht und auch Kioskverkauf oder am Straßencaféverkauf, allerdings nur zum Mitnehmen, nicht zum direkten Verzehr. Das Gleiche gilt, geschlossen sind Kinos, geschlossen sind Museen, geschlossen ist unser Freizeitbad dazu. Abgesagt sind auch alle Veranstaltungen im Kongresscenter, also auch Veranstaltungen innen, sind untersagt diesen ganzen Monat entlang. Das Gleiche gilt für die Fitnessstudios, das Gleiche gilt für alles, was mit Körperpflege zu tun hat, also Kosmetikstudios, selbst Massagen, die nicht medizinisch angeordnet sind. Podologie ist erlaubt. Alles, was mit Reha-Sport auf Rezept geht, ist auch erlaubt. Aber auch alles, was Sport betrifft, die Sportvereine, Fußball hat die Runde im Amateurbereich unterbrochen. Das Gleiche gilt für die Sporthallen sind geschlossen, die Sportstätten sind geschlossen. Insofern ist bis auf Individualsport, Schützenverein ist geschlossen, ganz vergessen, genau auch wichtig, bis auf Individualsport sind viele Dinge jetzt untersagt. Das betrifft natürlich ganz, ganz viele Leute. Ziel der Maßnahme ist es, natürlich so wenig Kontakte wie möglich zu vermeiden oder zu reduzieren letztendlich. Und das gilt auch für den privaten Bereich. Auch da heißt es ja jetzt mal die Wirtschaft zu, jetzt gehen sie alle daheim feiern. Das wird auf einige zutreffen, aber ich glaube, die meisten sind auch vernünftig. Das Gebot der Stunde ist auch maximal 10 Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten. Und ich denke, wenn sich jetzt jeder dran hält und dann hoffen wir auch, dass der Effekt dann auch wirklich auch positiv, in dem Fall negativ ist, dass die Zahlen doch etwas runtergehen können. Ja, es gibt unterschiedliche Auffassungen, was man hätte machen können oder sollen, wie auch immer. Und man rechnet das eine gegen das andere auf. Für die Gastronomie, aber auch für die meisten Betriebe gilt, sie haben hohe Auflagen bekommen, die haben sie alle erfüllt, haben sich da versucht, daran zu halten. Aber auch die Gäste haben sich an vieles nicht gehalten. Es gibt natürlich auch die Nachverfolgung, die dann oft fehlgeschlagen ist. Und das ist mittlerweile ja ein hoher Prozentsatz, fast die Hälfte der kontrollierten Belege sind Namen, die es nicht gibt. Also hat auch der Kunde aus vermeintlich Datenschutz nicht das preisgegeben, was für eine Nachverfolgung einer Infektion notwendig ist. Und das war eigentlich mit der Ausschlag der Punkt zu sagen, jetzt machen wir die Gastro zu. Für die tut es mir ganz besonders leid, weil, wie gesagt, ganz hoher Aufwand. Die Leute haben sich auch immer im Service natürlich auch immer auch Gefahren ausgesetzt und die sind jetzt diejenigen, die natürlich den Laden zugemacht bekommen. Das gilt aber auch für die Fitnessstudios, Gesundheitseinrichtungen. Alle haben ja letztendlich geguckt, dass sie das nach Möglichkeit erfüllen können, was ist. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache und es gibt natürlich auch gewisse Hotspots, die sich dann entwickeln und jetzt im Herbst merkt man halt durch die Erkältungen, dass wenn einer infiziert ist, dass das ganz schnell auch um sich greift. Das zeigt die Gefährlichkeit des Viruses, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte, aber es ist so. Und wenn man dann sieht, dass in den Familien auch über alle Generationen hinweg, ja, sowohl Jüngere als auch Ältere sich infizieren, zeigt es auch, wie gefährlich dann diese Sache eigentlich sein kann, weil wir noch nicht wissen, was dieser Virus dann letztendlich mit den Menschen macht, ob jung, ob alt, ob da Folgeschäden bleiben oder auch nicht. Und deshalb gilt es einfach, die Infektionsketten zu unterbrechen. Und das ist ja das Ziel. Und
dann muss man schauen, wie kann man helfen. Der Bund hat ja ein milliardenschweres Paket aufgelegt, nämlich rund 10 Milliarden ist das, was man sagt, wäre der Ausfall, wenn man 75% der Vorjahresumsätze im November ansetzen würde. Das gilt nicht nur für die Gastro, sondern auch für alle anderen Betriebe, die zwangsweise geschlossen wurden. Das bedeutet aber auch, das wäre eine faire Lösung, wenn sie unbürokratisch und schnell erfolgen kann. Dann glaube ich schon, dass die meisten Betriebe auch über die Runden kommen, allerdings auch nur dann, wenn es wirklich schnell umgesetzt wird. Was der Dezember dann bedeuten würde oder ob das im Dezember weitergeht, das muss man dann sehen. Die Befürchtung meinerseits ist es, dass es einige Betriebe gibt, die, wenn es dauerhaft ja, mit Einschränkungen weiterlaufen soll, viele nicht mehr öffnen werden. Ja gut, Kindergärten und Schulen sollen deshalb geöffnet bleiben, dass beim ersten Lockdown waren ja auch die Leute zwingend nach Hause geschickt worden. Also es waren ja viele Betriebe, die auch geschlossen waren. Das ist ja im Moment nicht der Fall. Das bedeutet, für die Eltern ist es natürlich wichtig zu wissen, dass natürlich alles safe und sauber ist, aber dass die Kinder auch in den Kindergarten und die Schule können, damit man auch auf die Arbeit kann, guten Gewissens. Viele sagen, und bin ich eigentlich auch ein Verfechter davon, dass man mit den geteilten Klassen, wie es vor den Ferien ausprobiert wurde, vor den Sommerferien, dass man also nur die Hälfte der Schüler im Gebäude hat, aber natürlich auch für die Lehrer und auch von den Raumkapazitäten, dass das vielleicht die sinnvollere Lösung wäre. Andere sagen wiederum natürlich, wie soll ich die Betreuung dann zu Hause aufrechterhalten, wie soll das funktionieren? Also sind Dinge, da muss man vielleicht nochmal dran, je nachdem wie sich die Zahlen auch entwickeln. Im Moment sind Schulen kein Hotspot. Es gibt zwar immer wieder Fälle, jetzt auch hier bei uns an der örtlichen Grundschule, da wird dann eine Klasse mit durchgetestet, wenn ein Fall bekannt wird. Das hatten wir jetzt schon zum zweiten Mal. Alle, die dann getestet wurden, waren Gott sei Dank auch negativ. Was wiederum positiv ist. Aber letztendlich ist es schon so, dass natürlich dann immer wieder die Angst mitspielt. Das bedeutet dass nicht nur die Angst bei den Eltern oder die Kinder vielleicht sogar weniger, aber auch die Lehrer und die Erzieher, die tatsächlich dann auch immer wieder mit allem konfrontiert werden. Also im Moment ist das nicht alles andere als vergnügenssteuerpflichtig. Und wir versuchen natürlich mit Bereitstellung von Hygienemitteln oder die Schulen selbst haben ihre Art und Weise gefunden, denke ich auch. Weiterführende Schulen ist jetzt Maskenpflicht. Ja, auch das war eine Diskussion, ist jetzt umgesetzt. Für Kinder, die 8 Stunden dann in der Schule sind, ist das natürlich genauso eine Tortur wie für die Lehrer. Die Grundschüler haben noch keine Maskenpflicht. Also das ist alles noch so ein bisschen verzettelt und verzottelt. Aber das ist jetzt aber auch eine Situation, mit der man sich jetzt arrangieren muss und genau beobachten soll, wie das dann weitergeht. Also wenn man die Klassen trennt, muss natürlich diese Online-Beschulung dementsprechend auch stattfinden können. Auch da ist noch, denke ich, erheblicher Nachholbedarf. Da geht es schon in der Schule bei der Versorgung los, dass man auch die dementsprechenden Programme und die Endgeräte auch hat und empfangen kann. Da gibt es ja diesen Digitalpakt, da sind wir auch dabei. Aber es ist noch nicht überall 1:1 ausgestattet. Landesweit noch nicht, soll kommen. Hoffen wir auch, dass das bald kommt. Und dann kann man vielleicht das ein oder andere auch anders handhaben. Bei den Kindertagesstätten ist es so, dass jetzt im Winter natürlich gern die Eltern mit ins Haus wollen und eigentlich auch sollen, weil man mit dem Umziehen sich da etwas leichter tut, wenn man jetzt die dicke Jacke und die nasse Hose hat. Aber umgekehrt ist es jetzt auch so, wenn die Zahlen so bleiben und es angespannt bleibt, sollten die Eltern und Erziehungsberechtigten dennoch auch aus der Tagesstätte draußen bleiben. Das entscheidet aber auch jede Einrichtung selbst, wie sie das leisten kann. Also es bleibt spannend und es bleibt auch mit Sicherheit auch kritisch. Solange es, wie gesagt, keine große Infektionsherde in Schulen und Kitas gibt, gibt man den Maßnahmen recht, sollte das irgendwann beginnen. Und dann könnte es auch zu einer Schulschließung oder temporären Schulschließung kommen oder wieder auch ein Teil in der Gruppen. Also grundsätzlich ist es schon so, dass die allermeisten Leute das auch verstehen. Und die Akzeptanz ist vielleicht höher, wie so mancher denkt. Aber es gibt natürlich auch Gruppierungen oder auch Phasen, ich nenne es mal Phasen, wo man dann sagt, jo, jetzt langt's aber und das will ich aber noch. Das ist halt ein Problem, wenn eine Generation oder eine Altersspanne noch nie hat müssen auf was verzichten. Es wurde noch nie Nein gesagt, schon immer alles gegangen. Und so schlimm, wie schlecht die Welt auch ist, man hat sich dann dennoch auch immer gerne individuell ja, das machen, was man selbst wollte. Das geht beim Fernsehprogramm los, geht über das Internet, geht über Urlaub, Reisen. Das ist alles so ein bisschen Egoismus. Das hat sich in der Gesellschaft
leider Gottes manifestiert. Und es ist für viele unheimlich schwierig, dann auch mal gesagt zu bekommen, das darfst du nicht. Ne? Nach dem Motto, ich fühle mich bevormundet, dann gibt es Leute, die meinen, sie müssten ihr altes Leben wieder haben. Da frage ich mich immer, wie war denn das alte Leben? War es schon ganz alleine oder war es schon immer nur das Ich? Also der Egoismus ist schon da. Und das sieht man bei vielen Dingen, wenn man dann, wie gesagt, an dem Wochenende, obwohl man weiß, es sind Auflagen da, dennoch die Party macht oder dennoch sich an keine Auflagen halten möchte. Und es zeigt eigentlich auch die Infektionszahl, dass nämlich die Altersklasse zwischen 17, 18 bis 30 diejenige ist, die mehr als die Hälfte der Infektionen stellt und sie auch dementsprechend verteilt. Es ist nicht die Schule und der Kindergarten. Es ist eher dann tatsächlich der Freizeitbereich. Und das ist auch genau der Grund, warum man jetzt hier diese Maßnahmen getroffen hat, bin ich mir ganz sicher. Und ohne die Wirtschaft ganz lahmzulegen, hat man einfach dann auch die Arbeitsplätze dementsprechend offen gelassen. Man als Gesetzgeber sagt man zwar Bund und Land nach Möglichkeit, alle, die können, das von zu Hause aus zu machen, also Homeoffice zu machen, aber alles andere wird laufen. Also die Solidarität für die Gesellschaft wäre, sich einfach mal ein Stück weit zurückzunehmen, ein bisschen Verzicht zu üben und dort, wo sie benötigt ist, nämlich mal zu gucken, ob der Nachbar oder die Nachbarin, egal welches Alter das er hat oder vielleicht eine Unterstützung braucht, ob sie eine Einschränkung haben aufgrund von irgendwelchen Dingen oder in eine Infektionssituation, in eine Quarantäne geraten sind, dass man die unterstützt, dass man sich gegenseitig hilft. So wie es auch im März, April und Mai auch war, dann wurde es ja auch wieder etwas lockerer, da war das Wetter ein bisschen anders, aber ich glaube, über den Winter hinaus, der November alleine wird es nicht sein, der uns Einschränkungen bringt, sondern ich glaube, ohne Prophet sein zu wollen, dass man auch darüber hinaus nochmal das eine oder andere nicht lockern wird. Also größere Zusammenkünfte, Weihnachtsmärkte, St. Martin, jetzt war Halloween. Wenn ich höre, wie schlimm das jetzt alles ist, dann fall's halt mal aus. Ja, das hat es früher gar nicht gegeben. Früher, jetzt fange ich schon an wie die Alte, aber das hat es früher doch gar nicht gegeben, dass man jede Woche meint, man müsste das machen. Natürlich ist das schön, ich gehe auch gerne fort und treffe mich mit Leuten. Jetzt ist es halt mal eingeschränkt und dann muss man halt einmal ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Das ist, wenn ich kein Geld habe, kann ich ja auch nicht einfach weiter ausgeben. Und jetzt habe ich scheinbar noch alles und würde es gerne machen. Jetzt muss ich ein bisschen Rücksicht nehmen auf alle anderen und die Gesellschaft vor allen Dingen. Und ich sage es jetzt aber noch einmal, das sind jetzt wirklich die wenigsten und dennoch, denen sollte man es vielleicht noch mal ins Stammbuch schreiben. Ansonsten, auch hier im Haus oder im Supermarkt, in der Bäckerei, im Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr, Ehrenamt, egal was, mal Dankeschön zu sagen, den Leuten einfach mal diesen Respekt auch entgegenbringen, nicht immer nur schreibe Respekt und auf dem Balkon klatsche und irgendwelche Pseudodinge mache und im richtigen Leben sich dann im Klopapier streite oder sich beschwere, weil man keinen Termin gekriegt hat, wie man ihn gern gehabt hätte. Also ich glaube schon, dass jeder überwiegend versucht, das zu machen und Respekt und Unterstützung gegenseitig ganz wichtig ist. Ja, also wir als Verbandsgemeindeverwaltung hier in Ramstein-Miesenbach, aber auch in der Stadt, sind natürlich dann auch immer erreichbar über die ganz normalen Öffnungszeiten. Wir sind an den Wochenenden mit dem Ordnungsamt immer auch unterwegs, weniger um die Kontrollen zu machen, sondern auch um Dinge zuzustellen, aber auch erreichbar und ansprechbar zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr könnt uns hier im Rathaus immer unter der normalen Rufnummer 06371 592 und die 0 erreichen und dementsprechend auch euren Termin, eure Frage beantwortet bekommen. Es gibt die Mailadresse info@ramstein.de, die ist einfach zu merken. Da kann man alle Fragen, auch immer was einen betrifft oder bedrückt oder auch einfach wissen will oder Vereinbarung machen möchte, an uns schicken. Wir machen regelmäßig einmal die Woche, wisst ihr, die Ramstein News. Da gibt es einmal ein Update, das ist in der Regel freitags um 12 Uhr, wo dann auf Facebook dann dementsprechend gezeigt wird und je nachdem, wie die Lage ist, ob es was ganz Besonderes gibt, macht der Markus Dahn und ich, mein Beigeordneter hier in der Verbandsgemeinde, natürlich auch die digitale Rathaussprechstunde und auch da haben wir immer sehr, sehr viele Zugriffe, sind also erreichbar. Was wir noch machen, ist jetzt ganz aktuell natürlich auch die Veröffentlichung für alle Gastrobetriebe, die jetzt oder Betriebe, die eingeschränkt erreichbar sind, aber Heimservice anbieten, dementsprechend natürlich dann auch eine Auflistung, dass ihr wisst, wo ihr diese Leistung, auch wenn geschlossen ist, dennoch abrufen könnt. Das ist die Unterstützung für unsere Gewerbe. Ich wünsche euch, dass wir gesund bleiben, dass die Vernunft dementsprechend auch aufrechterhalten werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Halle mal gemeinsam durch und dann kommen wir durch diese schwierige Zeit. Alles Gute, bleibt gesund. Musik